Hallo, in diesem Video geht es um Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 100. Ich rechne euch ein paar Aufgaben vor, erkläre euch das Ganze und dann bist du am Ende hoffentlich in der Lage, solche Aufgaben selbst zu lösen. Damit du alles verstehst, solltest du bis zum Ende dranbleiben. Ich heiße Dennis, auf meinem YouTube-Kanal bzw. meiner Website guterklärt.de erhältst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. So, kommen wir zu Addition und Subtraktion bis 100. Und eine Aufgabe kann dann zum Beispiel so aussehen, 28 plus 9 ist gleich, naja, das sollt ihr eben ausrechnen. So eine Aufgabe zerlegt man, indem man erst einmal rechnet 28 plus 2, das ist nämlich 30. 28 plus 2 ist 30. Und dann sagt man 30 plus 9 minus 2, also 7. Das ist dann 37. Man zerlegt also die Aufgabe. Erst auf 30 kommen. Und dann den Rest, also noch 7 drauf rechnen. Also 28 plus 9, 37. Nächstes Beispiel, 34 plus 8. Auch hier zerlegt man die Aufgabe. Erst einmal in 34 plus 6. Also 4 plus 6 ist 10. Das heißt, wir kommen dann hiermit auf die 40. Und 40 plus 8 minus 6 ist 2, also 2 fehlen noch, bringt uns auf 42. Also 34 plus 8 ist dann 42. So ein Zerlegen macht man auch für Subtraktion. Beispiel wäre 44 minus 28. Hier rechnet man erstmal 44 minus 20, das ist dann 24. Und dann die 24 minus, fehlen noch 8, also von 20 bis 28 ist es 8, ist dann 16. 24 minus 8 ist 16, also ist 44 minus 28 auch 16. Also von den 44 erst einmal 20 abziehen und dann 8 abziehen. Kommen wir auf 16 hier als Ergebnis. Und noch das Beispiel 82 minus 56 soll berechnet werden. Auch hier nehmen wir die 82 und erst einmal 50 abziehen. Ist dann 32. 82 minus 50 ist gleich 32. Jetzt soll allerdings nicht 50, sondern 56 subtrahiert werden. Also nochmal 6 weniger. 32 minus 6 ist dann 26. Du möchtest Addition und Subtraktion im Zahlenraum bis 100 lernen? Dann schau mal unter dieses Video. Dort habe ich Übungsaufgaben mit Lösungen verlinkt. Mach die mal selbst, damit du fit wirst. Ansonsten lass bitte ein Abo oder einen Daumen hoch da, dann kriegst du auch in Zukunft weitere Mathematikvideos von mir.